Hallo und herzlich willkommen im Wald. Auch wenn ihr eine Wahnsinnsgeduld mit meinen ewig langen Videos habt und ihr euch die tatsächlich anguckt, was mich ja immer noch so ein bisschen erstaunt, wollte ich jetzt mal versuchen, ob ich nicht auch mal was Kurzes zustande bringe. Und das mache ich mit diesen Kurzwissens-Dingern, Kurzwaldwissen, ich glaube, so werde ich das nennen. Und heute einfach mal schnell Stammabfluss bei Buche und zwar wirklich kurz. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, dass Buche die dominante Baumart im deutschen Wald wäre, wenn der Förster nichts anderes pflanzen würde. Und schaut euch doch mal bei Regen einfach mal so einen Buchenstamm an. Das darf auch ruhig ein bisschen ein jüngerer sein. Was hier quietscht, ist übrigens beim Poncho. Da läuft das Wasser seltsamerweise an einer Stelle komisch den Stamm runter, ohne dass erkennbar wäre, dass es da dran geregnet hat. Deshalb, es läuft nämlich wirklich den Stamm herunter. Schauen wir uns das nochmal bei der anderen Buche an. Ja, hier kann man es auch schön sehen. Wasser läuft entlang des Stamms die Buche herunter. Warum ist das so? Ist das Zufall? Ist das irgendwas, was bei jedem Baum zu beobachten ist? Nein, ist kein Zufall. Die Buche hat einen tollen Vorteil für sich entdeckt, beziehungsweise eine tolle Methode entwickelt, um ihren persönlichen Wasserhaushalt optimieren zu können. Und zwar sind die Blätter in der Krone der Buche zum Stamm hin trichterförmig angeordnet, sodass dann quasi der Regen in Richtung Stamm geleitet wird. Und da die Buche ja einen sehr glatten Stamm hat, läuft der Regen relativ problemlos am Stamm herab, genau runter, wohin, nämlich da, wo er hin soll, zur Wurzel. Und das ist natürlich mal ein großer Vorteil für die Buche, weil sie damit einfach eine viel bessere Wasser, naja, viel besser ist übertrieben, aber eine etwas bessere Wasserversorgung hat als andere Baumarten, da sie sich ihr Wasser quasi selber exakt dahin lotst, wo sie auch wirklich ordentlich viel Wurzel hat und es optimal aufnehmen kann und die anderen Baumarten nicht drankommen, weil direkt unter der Buche haben die keine Wurzeln. Achtet mal drauf, wenn ihr bei Regen an Buchen vorbeikommt und schaut euch diesen Stammabfluss mal ein bisschen an. Natürlich ist das auch für uns als Survivor, Bushcrafter und ähnliches interessant, wenn wir uns an der Stelle nämlich irgendein Eimerchen, Becherchen, insbesondere diese nierenförmigen Militärtöpfchen, wo die Trinkflasche vom Militär drin ist, an der Stelle an den Baum hängen. Na, könnte schon sein, dass man da ordentlich Wasser auffangen kann, wenn es ordentlich regnet. Jetzt werdet ihr sagen, na und dann kann ich es ja gleich genauso gut irgendwo mitten ins Freiland stellen. Ja, geht auch. Aber es ist trotzdem irgendwie ganz lustig zu wissen, oder? So, das war's auch schon. Macht's gut. Ciao.